Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, durch das zielgerichtete Krisenmanagement von Bund und der zuständigen Bundesländer konnten die Betroffenen der Dioxinverunreinigungen im Futterfett entlang der Produktionskette schnell identifiziert und im Sinne des vorsorglichen Verbraucherschutzes konsequent von der weiteren Vermarktung ausgeschlossen werden. Dadurch wurde das Risiko der Verbraucher für die Verbraucher wesentlich minimiert. Hier zeigt sich, unsere bestehenden Gesetze greifen und Informationsflüsse funktionieren. Die Vielfalt der heute angebotenen Lebensmittel ist zumindest für mich nicht mehr überschaubar. Über 10.000 Lebensmittel finden Sie in einem Supermarkt. Und das möchte ich schon so deutlich sagen, ist ja auch eine Antwort auf unsere Verbraucherwünsche. Dass sich nicht nur in der Quantität etwas geändert hat, sondern auch in der Qualität, zeigen immer wieder die Untersuchungen von Stiftung Warentest und der Verbraucherzentralen des Bundesverbandes. Hier weisen unsere Lebensmittel einen sehr hohen Standard aus. Allein im Lebensmittelbereich gibt es über 200 Normen, die drei Hauptziele verfolgen: den Schutz der Gesundheit zu gewährleisten, den Verbraucher vor Täuschungen zu schützen und der Öffentlichkeit sachgerechte Informationen zukommen zu lassen. Diese Ziele können aber bei einer so langen Herstellungskette, wie wir es im Augenblick zu diskutierenden Fall haben, nur mit einer gemeinsamen Verantwortung eines jeden Teils der Kette erreicht werden, von der Eigenverantwortung des Lebensmittelunternehmens bis zur behördlichen Kontrolle. Im aktuellen Dioxinfall, ich darf so sagen, es gab in den letzten Jahren mehrere, im Jahr 2004 alleine zwei Fälle. In einem aktuellen Dioxinfall hat es nur knapp eine Woche gedauert, bis aufgrund der Behördenermittlungen die Herstellungskette zurückverfolgt wurde und die Spur zu einer Firma in Schleswig-Holstein führte. Darauf sind meine Vorredner schon eingegangen, bis zum Punkt, dass man sagt, dass nach dem jetzigen Erkenntnisstand für diese Firma sich der Verdacht hält, dass Hinweise dort vor Ort ignoriert wurden und Grenzüberschreitungen nicht verpflichtend gemeldet wurden. Das ist leichtfertig und ohne eine Vorverurteilung vornehmen zu wollen, aber wenn sich das bestätigt, kriminell. Solche Leichtfertigkeiten darf es in der Futtermittelindustrie nicht geben und solche Leichtfertigkeiten sind in Lebensmittelherstellungsprozessen gefährlich und verantwortungslos. Was in Futterfette darf und was nicht, das wird streng überwacht. Es gibt neben den EU-Richtlinien die zusätzlichen Qualitätsstandards, die bei der Registrierung von Betrieben, aber eben auch auf Länderebene geführt werden. Und wenn heute die Forderung nach Reinheitsgeboten für Tierfuttern und die verstärkten Kontrollen hier vor allen Dingen von Grün gefordert worden, dann danach muss ich doch zurückrufen, ich habe auf 2004 bereits hingewiesen, da waren Sie in Regierung, da hätten Sie selbst diese Regelungen alle schon treffen können. Uns muss aber auch klar sein, die Kontrolle jeder einzelnen Futtermittelkomponente ist weder machbar noch finanzierbar. Und ich kann das Ihnen auch jetzt schon sagen, letztlich bietet auch ein Reinheitsgebot keine hundertprozentige Sicherheit, denn Fahrlässigkeit und kriminelles Handeln können selbst die schärfsten Gesetze und dichtesten Kontrollen nicht kompetent verhindern, so wie es sich im aktuellen Fall darstellt. Uns als FDP-CDU-Regierung geht es um konstruktive Lösungen und es geht uns darum, den aktuellen Fall zu prüfen und Lösungen zu finden, die das Risiko für den Verbraucher minimieren, aber weder mit Hysterie noch mit Arroganz. Deswegen sage ich an dieser Stelle effektive Kontrollen, Transparenz im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes ja, Aktionismus nur um den Verbraucher zu beruhigen und die eigene Bedeutung zu betonen, ein deutliches Nein. Nein, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit CDU, FDP wird es ein überlegtes Handeln in diesem Fall geben zum Schutz der Verbraucher und zum Schutz der verantwortungsbewussten Lebensmittelhersteller. Herzlichen Dank. Und die Links